Niemand darf hiervon erfahren. Sagen Ihnen diese Namen etwas? Das sind Ihre Generäle. Aber mein Name fehlt auf dieser Liste. Seien Sie froh. Diese Männer werden zu Verrätern erklärt. Sie haben geplant, mich zu ermorden. Sie finden, ich ruiniere Mütterchen Russland. Aber Sie haben immer zu mir gehalten. Als ich die Länder zurückeroberte, die uns die Europäer und Chinesen gestohlen hatten, waren Sie bei mir. Sie haben tapfer gekämpft, um meinen Traum zu verwirklichen. Ach. Darum erweise ich Ihnen jetzt diese Ehre. Todesurteile? Unterschreiben Sie. Beweisen Sie mir erneut Ihre Loyalität, indem Sie Russland von seinen Feinden befreien. Komisch. Stalin hat nichts über den LKW gesagt, den Gradenko im Stich gelassen hat. Mit Bauteilen des Eisernen Vorhangs? Ja. Wir müssen ihn wieder beschaffen. Ich bin sicher, Sie finden schon die richtige Behandlung für den Genossen Gradenko. Der Fahrerbord eines LKW wurde vom Gegner paralysiert, irgendwo hier. Die Alliierten haben den LKW gekapert und ihn zu einem Feldlager gebracht. Sie wollen ihn aus der Gefechtszone bringen, um seinen Inhalt gründlich zu untersuchen. Das können wir nicht zulassen. Aber wir können ihn auch nicht zurückerobern. Der Fahrerbord ist mit Sicherheit schon reprogrammiert. Lassen Sie den Wagen keinesfalls aus der Gefechtszone heraus. Moin, herzlich willkommen zur 9. Mission der sowjetischen Kampagne. Und was ist denn hier passiert? Alliierte Panzer meiner Basis und auch noch komplett in Schutt und Asche geschossen. Da hat der Gradenko aber schlechte Arbeit geleistet, wenn er so seine Gefechtszone hinterlässt. Da sind wir ja nochmal gerade rechtzeitig gekommen. Ich glaube, das war auch erstmal alles. Da haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe. Ja, zumindest haben wir eine aufgebaute Basis. Ja, unser Missionsziel ist es, unseren eigenen Konvoi zu zerstören. Konstruktion abgeschlossen. Der war unterwegs mit Bauteilen für den Eisernen Vorhang, aber wurde von den Alliierten gekapert. Und dann lieber zerstören, als zu riskieren, dass sie damit wegfahren können und unser Geheimnis lüften, woran wir arbeiten. Einheit repariert. Und ja, auch wenn es in der Seele blutet, wir machen das natürlich. Einheit repariert. Wir haben jetzt auch wohl zum ersten Mal Zugriff auf Mammutpanzer, wie ich das sehe. Das freut mich natürlich besonders. Die haben nicht nur eine wunderbare Kanone, die haben auch einen schönen Raketenwerfer gegen Luft und besonders gut gegen Infanterie. Da freue ich mich schon mal drauf. Den Panzern können wir schon mal ein bisschen was erkunden. Hier ist auf alle Fälle schon mal ein Diamantenfeld. Ja, die heilen sich übrigens auch selber hoch, ne? Immer auf die Hälfte, glaube ich. Gerade so bis zum Grün. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Und also auch, wenn man sie clever einsetzt, sehr kosteneffektiv, weil man sie quasi nicht... Das Reparieren kostet ja Geld. Das kann man sich damit quasi sparen. Neue Bauoptionen. Wobei das natürlich auch immer nur bedingt möglich ist. Wird gebaut. Die sind halt nicht besonders schnell und die dann aus dem Gefecht rauszuziehen, ist halt...
Naja, es funktioniert mehr schlecht als recht. Oh, es geht ja sogar weiter. Konstruktion abgeschlossen. Interessant, interessant. Brauchen wir auf alle Fälle ein Flugfeld, dass wir die Basis mal ein bisschen, die Map erkunden können, meine ich natürlich. Jetzt haben wir wieder Zugriff auf Spionageflugzeuge, Fallschirmbomben und Fallschirmjäger, die ganze Palette. Das freut natürlich. Neue Bauoptionen. Ja, ich werde hier oben gleich auch mal, erstmal werden wir zwei Erztransporter und eine Erzraffinerie bauen, das hatte ich ganz vergessen. Bestätigt. Bestätigt. Hier gibt es zwar eine Menge Erz, aber ohne Sammler wird das nichts. Bestätigt. Hätten wir mal lieber zuerst bauen sollen, ne? Aber na gut, das ist jetzt auch hoffentlich nicht ganz so schlimm. In Ordnung. Alle Fälle haben wir hier Erz satt und es ist auch ein eigenes Feld, das heißt, die sind hier sicher, wenn sie hier hinfahren. Ist natürlich schön zu wissen. Können wir hier gleich mal eine Erzraffinerie hier runterbauen. Einheit bereit. Ja, wir haben auch Flarax. Ein U-Boot-Werft könnten wir hier auch hinbauen. Mal gucken, ob wir eine brauchen. Glaube mal nicht. Ich hoffe mal nicht, dass der Konvoi einfach rausfährt aus der Gefechtszone. Konstruktion abgeschlossen. Ja, wunderbar, das klappt sogar. Dann auch nochmal ein paar Panzer. Wird gebaut. Konstruktion. Dann bauen wir oben noch eine Testerspule hin und hier eine Testerspule und dann sind wir auf den beiden Seiten sicher. Spielmauern deswegen davor, weil die wunderbar Schüsse abhalten. Testerspulen sind leider nicht dafür bekannt, dass sie viel aushalten. Ah, hier steht ein kleiner Trupp. Das wäre doch optimal für meine V2s. Wird gebaut. Wir müssen das ja eigentlich aus sicherer Entfernung daneben schießen. Okay, das hatte ich mir anders vorgestellt. Was ist denn hier los? Das ist aber frech. Stören die mir einfach meine Tesla-Spule. Das direkt von einem Angriff. Das ist natürlich ganz schön clever. Müssen wir wieder eine nachbauen. Wobei, wenn die gleich nochmal wiederkommen, ist sie ja wieder kaputt. Also wir brauchen definitiv eine Menge Anti-Air. Weil auf dem Schwierigkeitsgrad halten die leider sehr viel aus, diese kleinen Hubschrauber. Also ich würde sagen, mindestens zwei. Besser wären vermutlich eher drei. Wir müssen die auch zerstören, bevor sie die Tesla-Spule zerstören. Also ich würde einfach mal... Ich hätte sie weiter vorne bauen sollen. Guck mal, dass ich da gleich drei dahinter gebaut bekomme. Okay, hier kann ich auch nicht so weit nach vorne bauen. Der Bauradius ist ganz schön klein. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Erstmal reparieren wir unsere Panzer wieder neu. Wir erkunden mal das Gebiet weiter. Mal sehen, was wir hier noch Schönes finden. Hier ist ein Landungsfahrzeug. Einheit bereit. Wird gebaut. Lädt aber nicht aus. Ist vermutlich verbuggt. Aber ich zerstöre es mal vorher aber trotzdem. Nicht, dass er sich nochmal umentscheidet. Es wird bereits gebaut. Das sollte eigentlich ein weiter nach rechts. Repariert. Wird gebaut. Wird auf alle Fälle schon mal gratis Infanterie. Mit denen könnten wir eigentlich gut scouten. Einheit repariert. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Melde mich. Unsere Panzerflotte wird auch ganz angenehm mittlerweile. Abgeschlossen. Einheit repariert. Ja, vielleicht reichen auch zwei. Mal gucken. Wird gebaut. Oder ich baue hier einfach so ein L. Und dann mache ich hier die Mauern davor. Dann sind sie auch geschützt. Die scheinen sich nicht zu bewegen, aber ich glaube, die könnten wir gleich mal angreifen. Bereit zum Einsatz. Wir haben ja mehr als genug Panzer. Wird gebaut. Einheit bereit. Interessant, dass hier immer so Truppenstehende. Hier stand ein kleiner Truppen. Squadron oder Regiment. Letzte Flach. Ach, die ist länger als eine Tesla-Spule. Okay. Spionageflugzeug bereit. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da kommt mir schon Infanterie entgegen. Können wir die einmal überfahren, bitte? Sehr gut. Einheit bereit. Hier kommen mal ein paar Mauern davor, dass es nicht sofort kaputt geschossen wird. Wird gebaut. Dann müssen wir oben vermutlich. Abgeschlossen. Ich will das nicht zerstören.
Oh, was ist das denn? Ingenieure, die meine Basis einnehmen wollen, das ist ja fies. Dass sie auf so schmutzige Tricks zurückgreifen, hätte ich nicht erwartet. Vermutlich auch in einem BMT drin, aber der wurde wohl von der Tesla-Spule zerstört. Sonst wären die ja nie so nah rangekommen. Oh, hier ist eine Basis. Und der zweite Computerspieler, wie ich das sehe. Einmal beige, einmal blau. Und hier werden wir auch schon direkt angegriffen. Dann sehen wir mal, ob es reicht. Ich kann dir leider nicht sagen, was sie angreifen sollen. Es reicht leider nicht. Naja. Zumindest haben wir die Helis abgeknallt. Ich hoffe mal, dass sie ja nicht gleich wiederkommen. Sondern erstmal nachgebaut werden müssen, im besten Fall. Ziel wählen. Erkunden wir mal direkt die Basis, würde ich sagen. Oh, noch mehr Panzer, bitte. Das ist ja eine kleine Basis. Da rutschen wir mal drüber, würde ich sagen, bevor die sich weiter aufbauen. Je länger wir warten, desto stärker werden die. Jetzt kommen wir gerade Infanteristen. Oben kommt ein Panzerangriff. Da haben wir aber auch eine Tesla-Spule für. Konstruktion abgeschlossen. Dann machen wir mal Doppelmauern davor, dann sind die auch sicher. Sehr gut. Jetzt können wir unseren Panzervorstoß weiter fortführen. Zack, zack. Das war der erste Verteidigungsturm, der zweite Verteidigungsturm. Hier ist auch ein Heli, den können wir direkt ausschalten. Sehr gut. Wobei das, die drei Helis, das waren ja blaue. Wir haben auch Bomben bereit und Infanterie. Ja, die Bomben brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Ich spare die mal auf. Für ein sinnvolles Ziel. Weil hier für den... Für die Fahrzeugfabrik können wir das ganz gut einsetzen. Weil wir uns hier erstmal um die Türme kümmern müssen. So, gucken wir mal, wie weit das hier noch hoch geht. War der schon da oder war das alles? Ich dachte eigentlich, die machen mehr Schaden, die Bomben. Auf alle Fälle haben wir die erste Basis schon mal platt gemacht. Dann müssen wir uns gleich nur noch um den blauen kümmern. Das freut schon mal. Die roten schicken wir schon mal nach Hause. Die müssen jetzt hier nicht bei den letzten Infanteristen noch sterben. Gucken wir mal ein paar Infanteristen aus diesen Gebäuden raus. Ja, brauchen wir sonst noch was? Ein Technologiezentrum haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Das müssen wir auf alle Fälle nachholen. Ich hatte die noch im Hotkey drin, ne? Wird gebaut. Den Mammutpanzer sollten wir jetzt nicht unbedingt verlieren, sagte ich, und in dem Moment explodiert er. Naja, was soll's. Wir sollten ja gleich ein paar nachbauen können, wenn wir hier unser Technologiezentrum haben. Das sind echt beefy, ne? Ich bin immer wieder überrascht, wie beefy diese kleinen, blöden MG-Nester sind. Auch nicht ein kaputt gefahren, ne? Okay, das war jetzt eher pleite. Aber egal, wir haben die Basis zerstört. Das reicht mir erstmal. Damit bin ich glücklich. Wird repariert. So, die sind wieder da. Zerstören es wahrscheinlich wieder. Ich glaube, nächstes Mal verkaufe ich das Ding einfach. Wobei, dann fliegen sie vermutlich weg, ne? Was soll ich da noch eine vierte nebenpflanzen? Das wäre eigentlich so Overkill, aber glaube ich, werde einfach nochmal eine vierte daneben packen oder eine fünfte. Wenn ich dann meine Ruhe habe, dann hat sich's ja gelohnt, preis-leistungstechnisch, und so teuer sind die nicht. Ihr fahrt mal bitte nach unten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Fahr doch nicht von meinen Panzern weg. Manchmal sind diese Sammler auch ein bisschen anstrengend.
fahren auch überall hin, außer da, wo ich ihnen sage, dass sie hinfahren sollen. Fahrt der da jetzt noch runter, oder? Also sie fahren überall hin, nur nicht dahin, wo sie hinfahren sollen. Vielleicht muss ich das hier so ein bisschen öffnen, dass sie das hier verstehen, dass sie hier unten lang können. Braucht diese Mauern ja nicht. Konstruktion abgeschlossen. So vielleicht. Wird gebaut. Er schießt hier. Erwarte Ihre Befehle, bestätigt. Ein eigener. Gut, können wir verkaufen. Wird repariert. Gebäude verkauft. Das können wir auch verkaufen. Ja, Sir. In Ordnung. Die haben echt Probleme mit den Mauern. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Aber die sind halt wirklich gut zur Verteidigung. Also ich möchte sie auch nicht ganz verkaufen. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. So, ich baue dann nochmal eine 5 daneben und dann sollte sich das wirklich... Also wenn ich dann noch mehr Anti-Air brauche, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich kann halt leider keine Raketeninfanterie bauen. Die sind halt wirklich stark. Vor allen Dingen preis-leistungstechnisch super, aber gibt es leider nur bei den Alliierten. Unzureichende Finanzmittel. Er hat zumindest nichts mehr, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Den kann ich mal nach oben wieder bringen. Glaube ich, sollte vielleicht doch nochmal einen Sammler bauen. Stützpunkt wird angegriffen. Gestoppt. Abgebrochen. Wird repariert. Das ist halt immer so ein bisschen cheesy zwar, aber man kann halt wunderbar viele Kämpfe damit gewinnen. Wenn man einfach immer die Mauern nachbaut. Vor allem, wenn man mehr als einen Testerspule hat. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Gucken wir mal weiter, dass wir die Gegner Ziel finden. Wählen. Irgendwo müssen sie ja sein. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Fährst du denn hin, wenn du leer bist? Hier unten ist doch das Feld. Ich werde aus den Sammlern manchmal nicht so ganz schlau. Konstruktion abgeschlossen. Wir haben sehr interessante Routen. Erwarte sehr Ihre Befehle. Gebaut. Da sind die Gegner zum Panzer wieder da. Abgeschlossen. Also die Blauen sind auf alle Fälle aktiv. Die scheinen auch eine Menge Sammler zu haben, wenn ich mir gucke, was die hier an Truppen immer mir entgegenwerfen. Wird gebaut. Ja, da haben wir jetzt mal Probe auf Exempel. Na komm. Wunderbar. Bin begeistert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Absolut begeistert. Endlich hat es mal geklappt. Auf lange Sicht spart das halt Geld, ne? Wenn ich nicht jedes Mal Tesserspur kostet 1500, da habe ich im Prinzip ja schon 2 Flarak-Stellungen kriege ich dafür. Und der muss seine Helis ja auch kaufen, hoffe ich mal. Kann natürlich auch sein, dass das so ein Off-Map-Gedöns ist. Spionageflugzeug bereit. Habe ich das noch nicht gebaut? Doch, habe ich. Ach, ich kann gar keine Mammutpanzer bauen. Habe ich mich vertan. Das ist natürlich schade. Welche besser beschütze, hätte ich das gewusst. Wir brauchen Silos. Wir müssen auch wieder den Panzerbau anfangen. Eine zweite Erzraffinerie. Ihr dürft euch um die Infanterie kümmern. Geht es hier irgendwie weiter? Sehe ich das richtig? Ja, ganz interessant war es auch, der arme Radenko hat ja seine... wurde jetzt quasi zum Sündenbock gemacht von Stalin. Da hat er gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Wie man im Video schön sehen konnte. Da durfte jetzt die Todesurteile unterschreiben. Das hat er natürlich absichtlich gemacht, damit er dann quasi public image mäßig der Bösewicht ist, der Buhmann. Konstruktion. Ja, das hat er schon clever gemacht, der Stalin, aber man hat auch gesehen, wer war neben ihm, wer hat ihm die Idee gegeben. Ganz klar, das war Kane, den kennen wir ja schon. Er war auch schon bei den Alliierten dabei. Wird gebaut. Was wird hier los jetzt? Stützpunkt wird angeklagt. Da hilft uns natürlich keine Mauer, ne, gegen die Artillerie. Konstruktion abgeschlossen. Mir fehlte leider das Geld zum Reparieren, sonst hätte er es wahrscheinlich überlebt.
Ja, da habe ich auch nicht aufgepasst. Spionageflugzeug bereit. Bestätigt. In Ordnung. Ärgerlich, aber naja, gut. Ziel. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sage ich immer. Einheit bereit. Wird gebaut. Bestätigt. Das sollte unseren Panzervormarsch nicht aufhalten. Oh, wird repariert. Verstärkungen sind angetroffen. Vielleicht sollte ich da echt eine zweite Testerspule hinbauen. Eine scheint echt so ein bisschen Probleme zu haben. Unzureichende Finanzmittel. Ich möchte jetzt auch nicht mein gesamtes Geld immer für Verteidigungsanlagen verbrauchen. Wir müssen halt auch mal einen Angriff übergehen. Einheit verloren. Habe ich das zweite oben hingebaut? Das wäre Quatsch. Sollte ja nach unten. Einheit bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Wird gebaut. Ja, ne, ich spare das. Ich baue da lieber ein paar Panzer mehr. Obwohl, ich brauche da oben noch eine Testerspule. Wird gebaut. Bestätigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Standen hier gerade nur Truppen? Interessant, interessant. In Ordnung. Bestätigt. Ich kann noch nicht rauslesen, wo hier die Basis sein soll. Beziehungsweise, wo hier unser Transporter ist. Wird repariert. Was ist denn die so beschädigt? Ja, dann wird sie es vermutlich nicht überleben. Aber ganz knapp. Spionageflugzeug bereit. Hier sind. Ach, hier war eine Landung. Okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Und habe ich die ganze Zeit, wo kommen die gegnerischen Truppen hierher? Wird repariert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Würdest du bitte einmal dein Geld abladen? Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Dankeschön. Wird repariert. Ja, Sir. Bestätigt. Mann. Wenn man die nicht alle bemuttert, ne? Halten halt nichts aus auf dem Schwierigkeitsgrad. Er fährt auch bis nach Timbuktu durch. Das finde ich immer gut. Das ist so Kleinkram, der ihn nur ablenkt. Ich würde sagen, wir marschieren einfach weiter nach vorne und ignorieren den Quatsch. Jetzt kommen wir ja nie weiter. Dann zerstören wir erstmal diese Truppen, die hier überall rumstehen. Da ist auf alle Fälle schon mal Kreuzerbeschuss. Ich glaube, da bietet sich eine U-Boot-Werft an. Gucken wir mal, wo es hier hochgeht. Und auf alle Fälle hier oben mal in die Ecke gucken. Vielleicht ist da die Basis. Irgendwo muss sie ja sein. So, hier sind Minen und Kreuzerbeschuss, wie ich das sehe. Also richtig brutal. Oh, das tut weh. Da sorge ich lieber mal für ein paar U-Boote. Neue Bauoption. Zwei reichen eigentlich. Ja, wir brauchen drei für das Schiff. Können wir uns hier durchschießen und dann hier hochfahren und uns hier durchschießen und dann fahren wir mal weiter. Oder ich baue hier oben gleich noch eine hin. Mal gucken. Ich frage mich wirklich, wo sich dieser Transporter versteckt hat, ne? Hier ist eine Brücke, die vermint wird. Das finde ich eigentlich ganz okay. Sind fertig. Ist hier irgendetwas Praktisches, wo man die abwerfen könnte? Jetzt nicht so wirklich, ne? Ziel wählen. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Ich will hier mal die Minen so ein bisschen rauslocken. Einheit bereit. Spionageflugzeug. Was sind das alles Off-Map-Einheiten, die hier reinfliegen? Das kann natürlich auch sein. In Ordnung, bestätigt. Ihr dürft einmal zur Reparatur. Einheit verloren. Infanterie ist ganz gut dabei. Wird repariert. Der Panzer darf sich hier drum kümmern. Hier auch. Da kommt auch schon der nächste Transporter. Vielleicht können wir den diesmal sogar abfangen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit repariert. Wir brauchen Siedlungs. Der lädt da vorne aus. Aber das ist eigentlich ganz gut, dann fahren sie genau in meine Testerspule.
Einheit repariert. Mal, dass wir ein bisschen verteilt. Die nicht von einem Artillerieschuss direkt kaputt sind. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit verloren. Einheit bereit. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Artillerie ist immer das Schwierigste. Das muss man als erstes ausschalten. Nicht nur, dass sie am meisten Schaden machen, die schießen natürlich auch über die Mauern drüber. Wird repariert. Ich bin immer noch im Überlegen, wo wir eigentlich hin müssen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hätte eigentlich mit einer Basis hier gerechnet irgendwo. Hier scheinen überall nur Brücken zu sein. Ach, hier oben ist eine Basis. Ich sehe gerade, uns fehlt die Energie. Aber ich wollte sie auch nicht abbrechen. So. Dann machen wir nochmal eins auf Sicherheit. Genau, jetzt ist es auch erheblich besser verteidigt. Wir wollen uns da keine Sorgen mehr machen, da links. Da ist mehr als genug Luft- und Bodenabwehr. Ah, da steht wieder ein kleines Schiffchen, ne? Abgeschlossen. Er hat Marineeinheit verloren. Dann kriegt die Meldung auch immer so spät, ne? Wenn man nicht gerade auf die Karte guckt, dann ist sofort vorbei. Bestätigt, bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Einheit. 950. Genau, ganz schön teuer. 3000 Credits versenkt. Ich glaube, dann werden wir das doch ohne die U-Boote machen. Nicht nur, dass wir die nachbauen müssen, bis wir da hochgefahren sind, die Boote versenkt haben. Wir müssen ja einmal hier komplett rumfahren. Da ist ja Weihnachten. Ich kann auf alle Fälle mal die Brücken zerstören und damit den Gegner das Erz abschneiden. Sowieso vermint die Mine, da kann ich nicht drüber fahren. Ja, das, das sage ich mal nicht zu, was die KI sich da gerade geleistet hat. Einheit verloren. Diese Hubschrauber da. Einheit verloren. Einheit verloren. Wird gebaut. Also, was haben wir denn hier oben? Schiffe könnten wir, glaube ich, auch von Land aus abknallen. Die sind so nah am, hier am Land dran. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Bestätigt. Sofort. Zerstören wir hier mal die Brücken. Wird gebaut. Ihr kümmert euch um den Zerstörer. Geht auch viel besser als mit den U-Booten. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Ja, Sir. Ach, da oben ist auch noch ein Landweg, gut zu wissen. Ich werde einfach alle Landungswege zerstören, falls hier offen etwas reingefahren kommt. Beziehungsweise falls der Konvoi da lang gefahren kommt, bin mir da gar nicht ganz sicher. Aber für den Fall der Fälle dann lieber zerstören. Dann sind wir auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Jetzt jagen die mich schon. Weil mir gefiel das besser, als sie meine Tesla-Sprung angegriffen haben. Einmal kurz erkunden. Ah, hier gibt es auch noch einen Weg. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Schauen wir mal, wie es hier oben weiter aussieht. Ach komm. Hier scheint aber nur so eine kleine Zwischeninsel zu sein. Weil die natürlich dafür sorgt, dass ich hier nicht mit meinen U-Booten lang gefahren bekomme. Ach ne, hier geht sogar ganz rum. Okay, da habe ich nichts gesagt. Das ist optimal, dann können wir da mit dem Panzer lang. Außer du, du wirst repariert. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug steht in Ordnung. Dann müssen wir uns hier nicht durch die Basisverteidigung durchkämpfen. Gucken wir mal, ob sich hier unten noch irgendwas versteckt. Befohlen. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Er ist
gefangen zwischen seinen beiden Brücken. Das ist eigentlich auch ganz nice. Also hier ist auf alle Fälle ein Weg. Aber hier ist auch gut verteidigt. Komme ich da schon durch oder muss ich das noch kaputt schießen? Okay, muss ich noch kaputt schießen. Man kann mit den U-Booten halt dran vorbeifahren, aber muss da die Lücke muss groß genug sein. Wird repariert. Bestätigt. In Ordnung. Spionageflugzeug bereit. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Ah, hier sind halt auch wieder die Kreuzer. In Ordnung. In Ordnung. Der Kreuzerbeschuss ist halt wirklich übel. Bestätigt. Unser Stützpunkt. In Ordnung. Bestätigt. Ja, bestätigt. Fahr mal von der Brücke runter. Bestätigt. Repariert. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Hier ein Fahrzeug. Bestätigt. Oh, vielleicht komme ich da sogar ran. Bestätigt. Er ist ziemlich nah am Ufer. Ja. Die Frage ist, ob ich so nah daran möchte. Er trifft halt auch besser. Aber wenn er erstmal weg ist, ist er weg, ne? Das wird aber ein teures Gastspiel. Einheit verloren. Den haben wir weggeräumt. Der baut er ja zum Glück nicht nach. Ja, kommst du da jetzt endlich mal dran vorbei? Ja, das geht doch. Wunderbar. Können wir den Kreuz auch schon mal ausschalten? Okay, die... Ja, ich fahre einfach mal mit denen rein, aber... Nee, es wäre Verschwendung. Komm, hier fahren wir zurück. Ich muss hier nochmal das Gebiet angucken. Ich glaube, hier ist ein Schatten... Generator, weil ich bin mir relativ sicher, ich habe das schon mal erkundet. Einheit bereit. Wird gebaut. Da oben ist der Konvoi. Wir den gesniped kriegen, das wäre natürlich auch mega nice. Einheit verloren. Geht das schon? Ja, wunderbar. So geht's natürlich auch. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.